Herzlich willkommen in der Design Base Brunn zu einem weiteren Design Talk. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar den Stefan Meierhofer, bekannt aus seiner Sportkarriere als der Major. Hallo. Besonders freut es mich, dass du heute als Kunde bei uns bist. Ja, ich fühle mich schon sehr wohl bei den Automöbeln, die ihr anbietet, und glaube, ich bin schon fast fündig geworden. Das freut mich ganz besonders. Ja. Du bist ja zurück in Österreich. Du bist auch heute hier mit deiner kleinen Familie und vor allem mit deiner 3 Monaten alten Tochter Lina. Richtig, ja. Sehr schön. Wir kommen noch kurz auf das Thema, warum bist du heute bei uns? Warum dürfen wir dich einrichten? Ja, weil ich nicht allzu weit von hier in Niederösterreich ein schönes Haus habe. Und jetzt ist letztes Jahr im Herbst die Terrasse fertig geworden. Und jetzt wollte ich einfach die Zeit auch nutzen mit meiner Familie dann draußen auf der Terrasse, wo ich mich einfach wohlfühle. Und dann einfach auch dementsprechend das so mit Gartenmöbel dann ausstatten, wo ich einfach sage, da verbringe ich gern Zeit. Aber natürlich auch das Optische spielt eine Rolle. Und von dem her wollte ich einfach was Schönes haben. Und da bin ich einfach fündig geworden, auf euren Namen gestoßen. Das Lustige an eurem Namen oder vor allem auch an deinem Namen, du heißt ja genauso wie mein Vater, Alfred Meierhofer. Das ist ein sehr lustiger Zufall. Und auch in den letzten Wochen und Monaten, seitdem ich auch jetzt wieder in Österreich bin, letzte Woche war ich beim Turnier vom Spielerpass, nicht weit von hier in Berchtoldsdorf. Und da bin ich darauf angesprochen worden, was ich jetzt so mache wegen Fußball. Und dann hat einer so, naja, du bist jetzt eh in der Wohndesign-Base. Und ich so, na, das bin leider nicht ich, ne? Aber der Name ist halt der gleiche. Und so werde ich immer wieder mit dem Namen auch in Verbindung gebracht. Und deswegen, ich folge euch schon länger auf Instagram. Herzlichen und auf Facebook. Und ihr habt echt tolle Produkte, wie ihr sie auch präsentiert. Und ich war auch schon zweimal so, wenn ich vorbeigekommen bin, kurz da. Sehr nette, offene Betreuung. Und auch heute bis jetzt die Celine sehr nett, sehr engagiert. Und macht einfach Spaß, man fühlt sich wohl. Wir werden bald mal einen Bericht starten oder einen Bericht vielleicht von dir bringen, ja, gerne. Wenn die Möbel auf deiner Terrasse angekommen sind. Ich komme auf jeden Fall wieder, also ihr habt sie auch drinnen, da muss ich nachher nochmal eine Runde gehen. Bis jetzt sind wir eigentlich nur im äußeren Bereich gewesen. Also die Outdoor-Sachen, die ihr anbietet, auch von den Farben her. Die Freunde darf ich nicht zu lange herumschauen lassen, sonst haben wir, glaube ich, zu wenig Platz auf der Terrasse. Ist schon gut, dass die nicht allzu groß ist, aber auch drinnen einen schönen Esstisch oder auch eine Couch dann vielleicht auch. Also ich glaube, bei euch, da wird jeder fündig. Ich habe von der Celine schon gehört, wir sitzen eigentlich auf deinem Wunschmöbel, auf der Rolf-Benz-Joko. Ja, also diese Joko-Lounge, schon wie ich hergekommen bin, hat mir extrem zugesagt. Also diese Farbwahl extrem gut, auch von den Farbmustern, die Sachen, die da angeboten werden. Wir würden es vielleicht jetzt nicht so in diesen Blauton nehmen, sondern vielleicht etwas so beigeres, weil ich ja mit den grauen Fliesen auf meiner Terrasse da vielleicht auch ein bisschen so mit den Farben ein bisschen spielen möchte. Aber die Handhabung, der Style, aber dann auch dieses Variieren zwischen Tisch und neuer Sitzfläche und so finde ich extrem gut, wenn man da so kreativ sein kann. Und von dem her, um das jetzt einfach mal so auf Wienerisch zu sagen, taugt man die extrem. Okay, dann sage ich danke. Wenn du in die Möbelbranche einsteigen willst, kannst du jederzeit bei mir melden. Ja, mal schauen, ich bin für vieles offen. Perfekt. Okay, dann danke an die Zuschauer und mal schauen, wer mein nächster Gast beim Design Talk ist. Danke. Super.